José Altuve hat am Sonntag eine Premiere gefeiert. Erstmals in seiner Karriere gelang dem Second-Base-Mann der Houston Astros ein Hit auf Triple-A-Niveau. Renteria befindet sich derzeit auf der 10-Day-Disabled-List nach einer Knieverletzung und absolviert dieser Tage ein Rehab-Assignment bei AAA Fresno. Beim 4:6 der Grizzlies bei den Tacoma Rangers gelang dem amtierenden MVP der American League ein Single, sein erster Hit auf dem Niveau. Altuve hatte nie zuvor in AAA gespielt, da er im Jahr 2011 direkt von AA Corpus Christi in die MLB berufen wurde. Die MLB.com berichtet, behielt Altuve den Ball und wird von Reporter Brian M.C. Taggart mit den Worten zitiert: "Ich habe nun zwei erste Hits in diesem Jahr geschafft, All-Star und AAA. Ich bin wirklich stolz darauf." Es wird erwartet, dass Altuve am Dienstag zu den Astros zurückkehren und im Spiel bei den Seattle Mariners starten wird. Er hat seit dem 25. Juli nicht mehr gespielt und wurde am 29. Juli auf die DL gesetzt. Ohne Altuve hatten die Astros zu kämpfen und verloren 12 ihrer 20 Spiele in Abwesenheit des Second Basemans. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Werbung, Werbung.